Stars. In einer Welt, in der so viele Menschen leiden, in der so viele Kinder leiden und teils auch einfach verhungern, ist jemand ein Star, wenn er ein guter Entertainer ist, wenn er in Hollywood-Filmen den Helden spielt und so weiter. Das ist schon seltsam, als wäre die schöne Illusion wichtiger als die Realität. Da verhungern welche und dort ist einer ein Star, weil er für Unterhaltung sorgt. Schon seltsam, aber sehe ich selber auch nicht so. Ich würde eher sagen, in einer Welt, in der es so viel Leid gibt und Elend gibt, in einer Welt, in der die Menschen zu egoistisch sind, um das Leid und das Elend zu beseitigen, obwohl das durchaus möglich wäre, in einer Welt, in der alle gebündelte Intelligenz nur verwendet wird für beschissene Machtkämpfe und Ego-Trips, da ist meiner Meinung nach niemand ein Star. Da sind alle nur egomanische oder ängstliche Narzissten, nur Egomanen und Mitläufer. Eigentlich gibt es keine Stars, nur Leute, die sich auf Podeste stellen und Leute, die sich vor Podesten versammeln. Aus der Vogelperspektive betrachtet ist das alles nur eine große Verwirrung. Julian Zietlow zu einer kontroversen Thematik, die uns alle in den letzten Tagen beschäftigt hat. Till Lindemann. Manche böse Zucken sagen, Mensch, da ist doch ein wahrer Kern dran. Die anderen sagen, Mensch, wie kann man denn bei so einem Thema sowas raushauen? Wegen der Rammstein-Nummer, ja? Es gibt nur einen Grund, warum Musiker euch Backstage holen oder zu Partys einladen oder irgendwas in die Richtung. Sicherlich nicht, damit wir dann Smalltalk halten können. Wir wollen ballern. Wir wollen rattern. Und es war schon immer so. Ja, irgendwelche Boygroups, Backstreet Boys, damals 16 bis 20 Jahre alt, alle so nice und schön und all the loneliness has always been a friend. Oh, der ist so süß, ich geh mal Backstage, mal sehen, was ich da erlebe. Wenn ihr auf eine Yachtparty geht, wenn ihr euch mit einem Fußballer trefft, ja, besonders die aus Berlin, ja, wenn ihr euch irgendwo trefft oder mit einem Rapper oder irgendwas, die wollen alle nur rattern. Es gibt keinen Grund. Die wollen euch nicht kennenlernen, die wollen nicht wissen, wie euer Hund heißt oder irgendein Scheiß. Es gibt Deep Talk und Kaffee. Auweia. Dass man solche Dinge von den Eltern hätte beigebracht bekommen sollen oder vom Umfeld, vom Onkel, vom großen Bruder etc. Denn ich habe auch eine Schwester. Und das allererste, was ich meiner Schwester gesagt habe, als sie zum ersten Konzert ging, habe ich gesagt, hey, pass auf, bei Konzerten von zum Beispiel Rockstars, Rappern, Country-Sängern und so weiter, da gibt's Groupies. Und es läuft so ab, dass wenn du, oder das kann so ablaufen in vielen Fällen, dass wenn du da eingeladen wirst auf ein VIP-Ticket, wenn du da eingeladen wirst in die erste Reihe, wenn du eingeladen wirst Backstage, wenn du eingeladen wirst, dass du dann nochmal mit zum Hotel fährst, dann habe ich dir gesagt, dann wird von dir höchstwahrscheinlich erwartet, dass du dafür XYZ machst. Und das werden die dir nicht im Vorhinein sagen, die werden da irgendwie um einen heißen Brei reden und dann wird es mit dir versucht, dass die mit dir irgendwas machen. Und natürlich ist es in vielen Fällen, je nachdem wie man es macht, nicht okay. Aber ich als großer Bruder oder ich als Vater, ich muss ja meiner Tochter, bevor sie auf ein Konzert geht, muss ich ihr sowas sagen. Aus der Vogel- oder moderner gesagt aus der Weltraumperspektive betrachtet, hat man dann in einem Bereich ein Rockkonzert mit völlig begeisterten Leuten und in einem anderen Bereich einen roten Teppich mit Blitzlichtgewitter und da wiederum eine bestialische Quälerei und dort ein Massensterben, hier noch ein paar Surfer und da noch ein paar Verbrechen. Genauso wie wenn ich nach Brasilien gehe, dann muss mir doch mein Reiseführer sagen, hey, pass auf, da darfst du mit einer goldenen Rolex-Uhr nicht hingehen, sonst hacken sie dir den Arm ab und klauen dir alles bis auf die Unterhose. Und ein Verpackungsmüllproblem auf dem Mount Everest und so weiter. Eine völlige philosophische Orientierungslosigkeit unterm Strich. Die absolute Scheinheiligkeit
ist ja, dass sich bei Rammstein an dem Fakt Anstoß genommen wird, dass sie eine Casting-Direktorin hatten, die eben die Groupies rekrutiert hat. Ich finde es auch extrem befremdlich, wenn Anfang 20-jährige Mädchen mit 60-jährigen Männern verkehren. Wir wollen ballern. This is my kind of a day. Und wenn man dann noch Testosteron hinzuführt, dann ist komplett vorbei, ne? Also Libido ist auf Testo ist kein Spaß mehr. Es ist eine Nebenwirkung, kann für den einen eine gute Nebenwirkung sein, kann aber auf Dauer auch wirklich nervig sein, wenn du von morgens bis abends notgeil durch die Gegend rennst. Ist auch nicht cool, ne?